Ja, Sven, herzlich willkommen bei uns im Führungsfahrzeug. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja. Bevor sich Leute wieder fragen, warum wir uns duzen, wir kennen uns. Genau. Ja. Und daher duzen wir uns. Du bist ja der Vorsitzende von Queer BW. Ja. Was ist denn Queer BW? Queer BW steht für Queer Bundeswehr. Bundeswehr erklärt sich von allein. Queer ist ein Sammelbegriff für, früher hat man LGBTIQ gesagt oder ähnliche Abkürzungen, also lesbische, schwule, bisexuelle, trans, inter- oder andersgeschlechtliche Angehörige der Bundeswehr. Da sind wir eigentlich schon direkt bei der ersten Frage. Du hast es gerade schon angesprochen, transgeschlechtliche Menschen, haben die es eigentlich besonders schwer bei der Bundeswehr? Ich denke, dass das Thema Transgeschlechtlichkeit neuer ist als der Umgang mit Homosexualität beispielsweise und dadurch natürlich die gesellschaftliche Entwicklung noch nicht so weit vorangeschritten ist. Dementsprechend braucht es vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Zeit, damit die gleiche Akzeptanz für transgeschlechtliche Personen vorhanden ist wie für Homosexuelle. Die Bundeswehr ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Wie offen können eigentlich homosexuelle Soldatinnen und Soldaten bei der Bundeswehr leben? Also ich finde, dass queere Angehörige der Bundeswehr offen leben können und es sollte auch jeder den Mut besitzen, sich zu outen. Wir sind eine Organisation mit über 260.000 Mitarbeitenden. Es wäre utopisch zu verlangen, dass jeder dieser 260.000 die gleiche Offenheit oder Sensibilität dem Thema gegenüber offen zeigt. Und dementsprechend muss man natürlich, wie in jedem anderen Unternehmen oder der anderen Organisation dieser Größe, auch leider noch damit rechnen, dass natürlich Personen nicht sensibel oder nicht offen dem Thema gegenüber offen stehen. Und dann sind natürlich auch Diskriminierungserlebnisse möglich. Damit muss man leben, aber das Recht ist auf unserer Seite. Das können wir auf jeden Fall sagen. Und von daher bin ich der Meinung, kann man sich heutzutage outen und offen zu seiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität stehen. Wie glaubst du, war das denn damals in den 80er, 90er Jahren? War das muss ja noch deutlich schärfer gewesen sein. Also für uns ist es, ich glaube, für mich als junger Soldat ist es natürlich schwierig, sich in die Lage von damals hineinzuversetzen. Da hat mir vor allem geholfen, dass ich mich mit Soldaten, die früher im Dienst waren, unterhalten habe. Das heißt, Betroffene aus den 60er, 80er, 2000er Jahren. Prinzipiell kann man sagen, vor 2000 wurden Homosexuelle systematisch diskriminiert. Wer sich geoutet hat, durfte nicht mehr befördert werden, durfte kein Ausbilder, kein Vorgesetzter sein. Und vor allem hat die Vorschrift auch explizit davon geredet, dass man nicht Vorgesetzter von jüngeren Soldaten sein durfte, was ja schon mal irgendwie so ein bisschen unterstellt, dass da irgendwie Missbrauchsgefahr da wäre. Und das hat natürlich Personen dann auch im privaten Leben stark eingeschränkt. Und die Praxis hat sich erst 2000 durch den Verteidigungsminister Scharping geändert, als sehr auf Druck des Bundesverfassungsgerichts diese Regelung geändert hat. Wohlgemerkt gegen den Willen der Generale und Admirale. Was ist denn aus euren Erlebnissen, wenn man auch manchmal bei Instagram liest oder auch bei Facebook, es freuen sich nicht alle Menschen, wenn ihr irgendetwas postet. So krasse Sachen, die man da schon mal liest? Ja, ich denke mal, da ist sind wir genauso betroffen wie der Rest der Gesellschaft, dass natürlich in sozialen Medien der ein oder andere ziemlich viel Meinung für ziemlich wenig Ahnung hat. Und dann muss man sich halt auch Texte anhören wie "Wir sind eine Schande für die deutsche Militärgeschichte". Das gehört dazu, das darf man nicht an sich heranlassen. Für mich ist ehrlich gesagt jeder Hasskommentar Ansporn, dass ich weiß, wir müssen noch weitermachen, wir sind noch nicht am Ziel angekommen, sondern es muss weitergehen. Nimmt man sowas abends mit, wenn du dich ins Bett legst, schläfst, den Tag nochmal Revue passieren lässt oder sowas? Oder ist man da mittlerweile so abgehärtet, dass man sagt, komm? Ich glaube, es wäre gelogen, wenn ich sage, dass man sowas einfach vergisst. Natürlich nimmt man das mit. Man muss halt das verarbeiten können, muss auch einfach offen darüber sprechen, wenn einen das belastet. Das gehört mit dazu, zu einer ehrenamtlichen Arbeit, dass man sozusagen auch das Erlebte mit verarbeitet. Es darf halt nicht länger an einem hängen bleiben. Da muss man aufpassen und muss eben in kameradschaftlichen Gesprächen auch einfach mal Hilfe suchen. Bei uns im Führungsfahrzeug gibt es immer drei sogenannte Zuschauerfragen. Die sind hier im Auto versteckt, meistens da unten rechts. Überraschung. Überraschung. Vielleicht könntest du die laut vorlesen und kurz beantworten, wenn du möchtest. Genau. Wieso hast du gerade die Bundeswehr als Arbeitgeber ausgesucht? Hattest du keine Bedenken, dass ich
aktiv mich mit dem Thema Homosexualität und Bundeswehr selbst auseinandergesetzt habe, da war ich schon bei der Bundeswehr, es war 2014, habe ich das erste Mal gegoogelt, glaube ich. Von daher, die Bedenken waren weniger von meiner Seite. Haben deine Eltern versucht, dich von der Idee, Soldat zu werden, abzubringen? Das Einzige, woran ich mich ganz gut erinnern kann, ist, dass meine Mutter tatsächlich sich Sorgen gemacht hat, weil die Angst hatte, dass ich diskriminiert werde. Und die hat aus Sorge damals zu mir gesagt, dass mir klar sein müsste, dass ich das keinem sagen darf, dass ich schwul bin. Ja, weil sie einfach Sorge um ihren Sohn hatte. Wie sieht die Realität aus? Es dürfte sicher genug Negativkommentare zu deinen wichtigen Arbeit geben. Ja, wie wir es schon hatten, die gibt's, aber Ziel sollte sein, die als Ansporn zu sehen und sich nicht davon abhalten zu lassen. Wie bei allem, wenn uns eine Situation nicht gefällt, dann muss man sich einfach aktiv dafür einbringen, dass es besser wird. Und das ist auch der Grund, warum ich Vorsitzender von dem Verein geworden bin. Einfach die Bundeswehr auch gesellschaftlich weiter voranbringen. Hier der Standort der Uni, der Bundeswehr hier in München ist ja eigentlich super. Du hast die Berge vor der Tür, die schönen Seen. München ist eine wunderschöne Stadt. Da kann man sich Schlechteres wünschen, oder? Auf jeden Fall. Also mir gefällt es sehr und ich bin als Dorfkind aufgewachsen. Ich kann behaupten, dass in meinem Dorf mehr Schmetterlinge als Einwohner existieren, weil wir haben Europas größte Schmetterlingsfarm auf der Insel Usedom in meinem Dorf. Aber ansonsten 900 Einwohner. Da war nicht viel los und mittlerweile bin ich zu so einem richtigen Stadtmenschen geworden. Ich mag das, irgendwie in der Stadt zu wohnen. Deswegen ist der Standort natürlich genauso wie Hamburg ziemlich attraktiv, dicht an der Stadt gelegen, öffentlicher Nahverkehr gut angebunden. München ist einfach eine super schöne Stadt, zum Beispiel Englische Garten, wo man einfach mit Freunden sitzen kann, picknicken kann, die Eisbachwelle den Surfern zuschauen kann. Gibt einfach viele schöne Ecken. Jetzt wurde ja auch die Studie veröffentlicht, Tabu und Toleranz. Was sagst du dazu? War es an der Zeit? Das ist ein ganz wichtiger Schritt für die Bundeswehr. Das Auseinandersetzen mit der eigenen Geschichte und die Aufarbeitung des eigenen Unrechts auch. Und das ist der große Unterschied. In dem Fall können wir nicht sagen, das war die DDR, das war das Dritte Reich oder irgendwas, sondern da haben wir Menschen verfolgt, teilweise auch mit dem militärischen Abschirmdienst, sei es von einem Nachrichtendienst verfolgen lassen. Und das haben wir mit aus damaliger Sicht, hätten wir das sozusagen zurecht getan. Und das ist schon eine heftige Sache und das muss natürlich aufgearbeitet werden. Und ich denke, die Studie ist einfach ein wichtiger erster Schritt. Der war auch wirklich wichtig, dass der getan wurde. Aber jetzt geht es darum, auch die Themen sozusagen in die Gegenwart und die Zukunft zu tragen und daraus zu lernen. Das ist ja eigentlich dann auch eine Aufgabe, diese Botschaften zu transportieren von der inneren Führung. Auf jeden Fall. Deswegen hat, glaube ich, das Zentrum Innere Führung hat einmal eine sehr wichtige Aufgabe in der Bundeswehr. Die ist einmalig und es war ein sehr großes Thema, was damit angeschnitten wird. Aber es geht auch immer wieder um die Frage Tradition und unsere Werte. Für mich sind die Werte unseres Grundgesetzes das, was bei uns traditionsstiftend sind. Das ist das, was uns alle verbinden sollte in der Bundeswehr. Und wer der Meinung ist, dass die Menschenwürde nicht unantastbar ist, der hat meiner Meinung nach auch nichts in der Bundeswehr zu suchen. Weil wir sollten sie verteidigen, das Grundgesetz, die Rechte. Und wir verteidigen auch das deutsche Volk und nicht 99,9, sondern 100% des deutschen Volkes. Und dazu zählen eben auch Rechte von Queers, Rechte von Menschen mit Migrationshintergrund, Personen, die vielleicht andere Lebensweisen haben. Das gehört einfach mit dazu. Und den Respekt sollten wir einfach jedem entgegenbringen. Hör mal, was im Radio läuft. Kennst du das Lied? Passt dir irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Sterne von Schrottgrenze. Das ist für alle Sterne, die heute Nacht da draußen sind. Lieb doch einfach, wen du willst. Ist vielleicht etwas politischer, aber ja, lieb doch, wen du willst. Einer meiner großen eigenen Lebensprinzipien ist, gönne jedem die Freiheit, die er haben möchte, solange keine Fremden einschränkt. Es kann mir doch scheißegal sein, mit wem du zusammen bist oder ob du dich jetzt als Mann, als Frau, als divers fühlst. Ich
mich kostet es doch keine Freiheit. Das ist gleich wie mit der Ehe für alle. Mich kostet es kein Stück Freiheit. Der Vorteil ist aber, dass du Freiheit gewinnst. Großes Problem. Deswegen sollten das vielleicht mehr Leute beachten, dass man sagt, man gönnt sozusagen eben die Freiheit, die ihm zusteht. Die sexuelle Orientierung gehört mit zu mir. Das ist mit meiner Persönlichkeit und die brauche ich nicht verstecken. Genauso wie kein anderer auch seine Heterosexualität versteckt. Wenn ich meinen Chef frage, was er am Wochenende gemacht hat und er mir erzählt, dass er mit seiner Frau unterwegs war, dann erzählt er mir indirekt von seiner Heterosexualität. Wenn ich erzählen würde, Mensch, ich habe einen Mann kennengelernt, habe ich auch schon erlebt, dann wird es ein bisschen gestört und dann heißt es, ach, ja, man muss das ja nicht immer so rausposaunen. Das ist einfach, das gehört mit zu mir und dafür muss sich niemand verstecken. Weder dafür, dass er hetero, homo, bisexuell oder transgender oder intergeschlechtlich ist. Du bist ja jetzt hier mit auch vielen jungen Soldatinnen und Soldaten, ihr seid ja alles da, Studentinnen und Studenten. Mhm. Ist da vielleicht schon ein ganz anderes Denken dabei? Das ist für die eher schon, das Wort normal möchte ich jetzt nicht nutzen, aber für die jungen Studentinnen und Studenten ist das Thema Queer BW vielleicht schon Alltag? Einstellung eines jeden Einzelnen ist eine persönliche Entscheidung. Das mag ich so auch bezeichnen. Ich kann mich entscheiden, ob ich intolerant bin und unfair zu bestimmten Menschen, weil ich sie beurteile aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, oder ob ich die Werte des 21. Jahrhunderts teile. Und ich habe meine eigenen Diskriminierungserlebnisse im Sanitätsdienst gemacht, da wo jeder sagt, ist doch offen und tolerant, wir haben die meisten Frauen. Das sind persönliche Entscheidungen und das hat nichts damit zu tun, dass man Uniform trägt, dass man jung oder alt ist. Das ist einfach eine persönliche Entscheidung und die kann einem überall entgegnen. Und da gibt es natürlich leider auch Vorfälle an der Universität der Bundeswehr. Das sind aber Einzelfälle. Mir ist ein einziger bekannt, wo sozusagen auch intolerantes Verhalten dann zu Ermittlungen führte. Ja, Sven, danke, dass du bei uns im Führungsfahrzeug heute dabei warst. Es hat mir viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch. Aber eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Was würdest du dir wünschen, ganz privat, wie die Bundeswehr vielleicht in ein paar Jahren aussieht? Ich würde mich freuen, wenn die Bundeswehr weiter voranschreitet, auch mit der Gesellschaft geht. Und ich denke, dazu gehört auch, dass wir eine verpflichtende Ausbildung integrieren und sagen, dass sich einfach jeder mit dem Thema Vielfalt beschäftigen muss. Damit einfach jeder begreift, dass es ein Vorteil ist, sich mit Vielfalt zu beschäftigen und damit umzugehen. Vielen Dank. Vielen Dank an dich, dass ich eingeladen war und viel Spaß mit deinem Führungsfahrzeug. Den werden wir haben. Da kann ich ja nur sagen, Hut ab vor dieser Leistung.